Willkommen bei meinem dritten Video zum Dschungelcamp 2018 und heute geht es um den Fokus Juliana Farfalla. Ihr wisst ja, dass wir sie persönlich kennen und deswegen haben wir natürlich auch tolle Sachen zu erzählen, die auch so heute beim Dschungel thematisiert wurden. Und worum es genau geht, das seht ihr jetzt. Heute war der große Juliana-Tag und zwar ging es, naja, wie soll man sagen, um ihre Geschichte, bevor es Juliana Farfalla gab. Und zwar ist damit natürlich gemeint, dass sie ja im Prinzip als Junge zur Welt gekommen ist. Ne? Das wissen wir ja alle, weil wir haben alle fleißig Germany's Next Topmodel geschaut und da war das ja ein ganz großes Thema. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit ihr auch schon ausführlich darüber unterhalten habe, zusammen mit Max. Und zwar an dem Tag, als wir im Europapark mit ihr waren. Das Video verlinken wir an dieser Stelle. Und es war ein toller Tag, wo wir auch wirklich viel über die, nun ja, private Juliana erfahren haben. Also ich bin da vom Typ her jemand, der da sehr offensiv auf die Leute zugeht, also ich meine jetzt im positiven Sinne, und einfach nachfragt, weil ich ja wirklich sehr interessiert bin und auch einfach was dazulernen will. Und ich finde einfach, dass sie ja nun einen besonderen Weg hinter sich hat und ich auch einfach wissen möchte, wie dieser Weg ja letztendlich so stattgefunden hat. Und darüber hat sie dann auch im Dschungel so ein bisschen gesprochen. Sie hat erzählt, dass sie, ich glaube, man sagt, geschlechtsangleichende Operation hatte. Ich weiß auch, dass sie die hatte, weil das war nämlich, ich glaube, kurz vor dem Topmodel-Finale. Also was viele nicht wissen, während sie bei Germany's Next Topmodel war, hatte sie diese OP noch nicht. Sie hatte auch zu dem Zeitpunkt noch keine Brust-OP. Das kam im Prinzip alles erst später. Und sie hat auch mir damals erzählt, so wie jetzt auch im Dschungel, dass das wohl richtig schmerzhaft war, dass sie, glaube ich, sogar mehrere Wochen auf der Intensivstation war und dass das wirklich ein Rieseneingriff ist. Ich meine, ist auch logisch, oder? Also, ich meine, man muss sich das nur mal vorstellen, was da passiert. Also, das stelle ich mir so schmerzhaft vor. Also, ich habe da wirklich absoluten Respekt davor. Also auch generell vor jedem, der diesen Weg geht, weil viele ziehen das ja immer so ins Lächerliche, aber eigentlich ist es ja eine krasse Sache. Also ich meine, du kommst als Junge auf die Welt und merkst eigentlich, dass du gar kein Junge bist, sondern ein Mädchen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr schwer. Ja, weil wie soll man, das ist aber jetzt Nikita, wenn ihr euch wundert, der Hund, weil ja, du bist im Prinzip immer gefangen in dir selbst und wirklich diesen Weg zu gehen, also auch Eltern zu haben, die sagen, ey, ich akzeptiere das bei meinem Kind, ich helfe das, wir gehen zu einem Arzt, du brauchst ja Hormone, die Hormone bekommst du aber auch nicht einfach so verschrieben, also es ist wirklich ein Riesenweg und da habe ich, wie gesagt, Respekt vor, weil das ist echt eine krasse Nummer und auch dieser, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Leidensweg hört ja irgendwie auch nie auf. Ne? Mit Leidensweg meine ich letztendlich, dass du immer darauf reduziert wirst. Und das ist ja das, was gerade diese Leute eigentlich gar nicht wollen. Sie ist ja jetzt eine Frau, sie will auch als Frau gesehen werden, aber sie ist halt als Junge zur Welt gekommen und das wird halt immer wieder thematisiert. Ja? Und ich weiß auch, dass sie Probleme damit hat, im Prinzip drüber zu sprechen. Das verstehe ich auch, ja, weil dann natürlich immer im Prinzip Sachen wieder aufgerollt werden, die man eigentlich vor langer, langer Zeit abgehakt hat oder halt auch nicht. Bei der Brust war das übrigens genau das Gleiche. Als wir sie im Juli getroffen haben, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudere, waren wir mit ihr nämlich nochmal beim Arzt, weil da hatte sie nochmal so eine Nachkontrolle, Untersuchung. Und da war aber alles gut. Also wie gesagt, sie hat ja auch diese Brust-OP gehabt, was auch echt relativ schmerzhaft ist. Also generell bei Frauen schon, das weiß ich aus Erzählungen. Und ihr müsst euch ja vorstellen, wenn du als Junge zur Welt kommst, hast du ja gar nicht diese Veranlagung vom Gewebe, dass da jetzt einfach was kommen kann. Also wisst ihr, was ich meine? Da ist natürlich extrem viel, ja, da was gedehnt werden muss. Das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Und auch sexuell, das, was sie auch angesprochen hatte. Also sie sagte, sie hat noch nie mit einem Jungen geschlafen, weder vor der OP noch nach der OP. Das hat sie mir tatsächlich auch so erzählt. Und das kann ich auch ein bisschen verstehen, weil man ist natürlich schon sehr gehemmt. Ich muss dazu sagen, ja, das wird jetzt ein bisschen, oh, eigentlich solltet ihr ab jetzt weghören. Da ich ja in diesem Geschäft auch tätig bin, weiß ich, dass es viele Männer gibt, die das total geil finden, mit einer Transsexuellen Sex zu haben. Aber in der Regel, wenn die im Prinzip die OP untenrum noch nicht hatten, weil dann haben sie im Prinzip beides. Das ist auch das, was Juliana so ein bisschen erwähnt hat, dass die Leute sie immer fragen, hast du denn schon eine OP gehabt oder nicht? Und nicht, dass ich das jetzt verwerflich finde, wenn ein Mann da irgendwie Bock drauf hat, aber in der Regel will man ja, wenn man gerade auf diesem Weg vom Mann zur Frau ist, genau das nicht, ne? Weil, wie drücke ich das jetzt aus? Genau das, was man so zwischen den Beinen hat, ist ja im Prinzip das, was einen dann noch
unterscheidet von dem Geschlecht, was man haben will. Ne? Aber Leute, ich schwöre es euch, also die Männer sind da wirklich total geil drauf. Und ja, wie gesagt, das kann für den einen halt eine Belastung sein oder nicht. Aber ich verstehe halt auch, dass man da beim Sex irgendwie noch so ein bisschen gehemmt ist und auch nach der OP jetzt vielleicht nicht gleich da, wie soll ich sagen, so offen ist, weil es ist halt schon irgendwie, weiß ich nicht, ist schon, glaube ich, irgendwie special. Also ich habe da wirklich Respekt vor, ja, vor jedem, der im Prinzip dieses Schicksal teilt. Ich sage jetzt mal Schicksal in Anführungsstrichen deswegen, weil es ein komplizierter Weg ist. Und man muss jetzt auch mal sagen, bei Juliana, die sieht halt auch geil aus, ne? Also ist ja eine wunderschöne Frau. Sie hat natürlich mega geile Voraussetzungen von Natur mitbekommen. Es gibt ja auch viele andere Beispiele, wo man das jetzt, naja, wo es halt nicht so ist und wo man im Prinzip immer sieht, dass es im Prinzip ein transsexueller Mensch ist. Und das ist natürlich der Horror, weil dann wirst du auf der Straße angegafft, wirst vielleicht auch beleidigt, ne, weil man es eben so offen sieht. Da hat sie ja wirklich Glück gehabt. Also, wie gesagt, da gibt es ja auch viele andere Beispiele. Deswegen, dieses ganze Thema ist auf jeden Fall sehr komplex. Man sollte da auch ein bisschen sensibel sein. Ich weiß, dass ich da auch mal gerne mal so Scherze gemacht habe. Max auch. Aber ich sag mal, wir dürfen das auch. Also alle Transsexuellen, die wir kennen, mit denen wir zu tun haben, da gibt es tatsächlich einige, für die ist das okay. Weil die wissen, wenn wir Scherze darüber machen, ist es okay, weil wir das akzeptieren, weil wir kein Problem damit haben, weil wir die Leute supporten. Ne? Das ist natürlich irgendwie dann so ein ganz anderer Blickwinkel, wenn man da irgendwie so ein paar Scherze macht. Aber wie gesagt, ihr solltet das nicht machen, außer ihr habt auch jemanden, mit dem man sehr close ist, dann geht das. Aber auf jeden Fall mega, mega spannendes Thema. Ich bin echt gespannt, ob sie da noch so ein bisschen, ja, vielleicht mehr aus dem Nähkästchen plaudert. Vielleicht gibt es da ganz viele Aspekte, die wir noch gar nicht wissen und die uns auf jeden Fall interessieren könnten. Weiter geht's mit Matthias und Jenny. Da gab es ja gestern ein Riesen-Eklat und da will ich auf jeden Fall nochmal was dazu sagen. Also ich muss dazu sagen, ich finde den Matthias sehr unangenehm. Er ist nicht nur sehr schwul, ja, was ich unangenehm finde, er ist sehr zickig, er ist eine Diva, er ist sehr aggressiv, sehr herablassend, auch anderen gegenüber. Das finde ich wirklich zum Kotzen, also weil man muss irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen und irgendwie auch, weiß ich nicht, sozial sein. Fakt ist, die haben beide zusammen eine Prüfung gestern gemacht und sie haben als Team nicht funktioniert. Ja, er hat am Anfang sehr getrödelt, sie am Ende, hat vielleicht auch die Prüfung nicht verstanden. Ich muss dazu sagen, ich habe sie auch am Anfang nicht verstanden. Also war eine schlechte Voraussetzung. Man hat als Team einfach versagt, aber dann im Prinzip die Schuld nur auf den einen zu schieben, was sie ja, sage ich schon, was sie, was Matthias ja im Prinzip die ganze Zeit gemacht hat, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unangemessen. Man kann die Situation so schon schildern, wie sie ist, ja, aber man muss dann ja nicht immer darauf rumreiten. Dachte ich mir dann so, meine Güte, der hat den Mund super voll genommen, geht dann zur nächsten Prüfung und der Witz ist, das sage ich doch gestern zu Max, als die Prüfung gezeigt wurde, ich sagte, um Gottes Willen, das wäre für mich das Schlimmste, weil ich habe kein Problem mit Wasser an sich, aber dieses Tauchen und keine Luft zu bekommen und im Prinzip immer relativ schnell nach Luft suchen zu müssen, wäre für mich einfach ein Albtraum. Und hat er letztendlich zur Konsequenz, dass er die Prüfung abgebrochen hat und ohne Sterne zurückkam. Das finde ich natürlich, also ich finde es peinlich, weil er gestern so groß getönt hat. Deswegen finde ich es ein bisschen unangenehm. Unter anderen Voraussetzungen hätte ich gesagt, okay, shit happens, kann passieren, aber das ist natürlich wirklich jetzt der Oberknaller. Aber wir wissen ja, dass er Talent dafür hat, das ja in seiner Version zu erzählen, so wie er es immer macht. Und da ja die anderen die Prüfung nicht sehen, was sollen sie auch dazu sagen? Und zum Thema Jenny, da muss ich auch nochmal was sagen. Also ich habe mich ehrlich gesagt mit Jenny Frankhauser früher nie beschäftigt. Mir ist sie auch relativ egal. Aber Natascha Ochsenknecht hatte super Sympathiepunkte bekommen, als sie sagte, ey Jenny, wenn es um deine Schwester geht, du hast dich einfach da irgendwie positioniert, du hast was gesagt und die Leute haben dich gehasst. Und sie immer, ja, aber ich habe ja nur ein Interview und nur zwei. Und sie immer, ja, aber du hast was gesagt. Und genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich denke, halt doch bitte einfach deinen Mund. So wie es Daniela auch gemacht hat. Halt doch bitte einfach deinen Mund. Wenn du es nicht machst, wenn du das Bedürfnis hast, da draußen der ganzen Welt zu erzählen, was dir irgendwie auf der Seele brennt, ja, da darfst du dich halt nicht wundern, wenn du irgendwie darauf reduziert wirst, wenn vielleicht auch deine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Das ist halt das Geschäft. Und wie Natascha gesagt hat, niemand ist gezwungen, in irgendeiner Form
etwas zu sagen, was er nicht sagen will. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt überhaupt kein Mitleid. Ja? Das ist die gleiche Geschichte, wie ich im letzten Video gesagt habe, bei Tatjana, die sich darüber beschwert, dass sie immer auf diesen Vorfall mit ihrem Mann reduziert wird. Oder wie der David, der dann letztendlich sagt, oh, ich bin nur als Bachelorette-Gewinner. Ja, meine Güte, Leute, also... Wisst ihr, es wäre wie, wenn ich mich beschwere, dass ihr mich auf meine Germany's Next Topmodel-Videos reduziert. Ja, dann sollte ich keinen machen, wenn ich Probleme damit habe, ne? Ist doch so. Also das ist alles, keine Ahnung. Bisschen komisch bei denen. Ja, das war eigentlich alles, was ich an dieser Stelle zu sagen habe. Mich würde das auf jeden Fall mal interessieren, was ihr generell über das Thema Juliana denkt. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr den Matthias findet, wie ihr auch die Situation mit Jenny und ihrer Schwester Daniela einschätzt, also was die mediale Wirkung so betrifft. Und ja, sagt mir mal, wie euch das Dschungelcamp bisher gefällt. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und bis ganz bald.